Der zentrale Vorschlag, den ich mache, ist weniger sich um die Leistungsseite kümmern, mehr um die Integrationsseite kümmern. Und ich glaube, viele, die heute in der Grundsicherung leider Leistungen beziehen, sind mit ihren Leistungsanträgen, mit Anträgen, mit dicken Bescheiden beschäftigt. Aber das Ziel muss ja sein, in eine bessere existenzielle Situation zu kommen. Deshalb alle Energien darauf ausrichten, derer, die betroffen sind und der Behörde für Ausbildung und Integration zu sorgen, möglichst wenig Energien für den bürokratischen Teil. Grundsicherung soll immer nur von kurzer Dauer sein und ist kein Lebensentwurf. Deswegen alle Energie weg von der Bürokratie hin in Richtung Ausbildung und Beschäftigung und der Arbeitsmarkt bietet derzeit die Chancen. Also die Gruppe, die eindeutig am stärksten von diesem Risiko betroffen ist, sind diejenigen ohne Ausbildung. Wir haben in Deutschland allein unter 35 Jahre 1 Million Menschen ohne Berufsabschluss. Und kein Merkmal diskriminiert am Markt stärker als mit und ohne Ausbildung. Die Arbeitslosenquote der Ungelernten liegt bei 27%, die der Gelernten bei 3%. Deswegen hier präventiv dafür zu sorgen, dass Menschen, die geeignet sind und die Motivation haben, noch eine Ausbildung nachholen können, auch im Erwachsenenalter, wäre die beste Prävention für Langzeitarbeitslosigkeit. Ansonsten werden diese Menschen, die keine Ausbildung haben, die nächsten 30, 40 Jahre ständig pendeln zwischen Arbeitslosigkeit und vielleicht prekärer Beschäftigung.